Was geht? Das ist eines von einigen Wurfvideos. Ich möchte in diesem Video erst einmal grundlegend sagen, was man alles einstellen kann, damit der Wurf besser funktioniert. Vor allem für Anfänger, die überhaupt nicht wissen, was kann und was muss man alles einstellen, damit der Wurf eine bessere Möglichkeit hat. Wie kannst du deinen Wurf trainieren, ohne dass du im Game sein musst? Wie hast du die besten Verbesserungschancen? Ich habe dieses Video schon in den letzten 2 Jahren gebracht, das komplett große Wurf-Tutorial. Das ist immer sehr gut angekommen. Ich möchte das dieses Jahr so ein bisschen aufsplitten. Und das ist Teil 1 davon. Deswegen, guck mal rein. Vielleicht ist auch für einen Fortgeschrittenen noch der ein oder andere Tipp oder Hinweis dabei, den man so im Hinterkopf vergessen hat. Deswegen, schaut mal rein und sagt mir, was euch noch fehlt. Wir gehen mal rein. Ich habe den Controller mitgebracht. Und wir haben erstmal ganz standardmäßig im Freestyle, im Einzelspielermodus, die Möglichkeit, den Wurf zu trainieren. Ich habe immer mit Viereck geworfen. Ich habe jetzt hier noch das Shotmeter an. Ich habe die Schwierigkeit schon hochgestellt. Und das ist der erste Tipp für alle, die sich verbessern möchten. Stelle die Schwierigkeit von Rookie zumindest mal auf All-Star. Ich habe es auf Superstar. Später gehe ich auf Hall of Fame. Damit du ein bisschen schwierigeres Timing hast als zum Beispiel online. Letztes Jahr war die Online-Schwierigkeit auf sehr einfach gestellt. Ich werfe jetzt hier immer noch mit Viereck und habe das Shotmeter an. Ich treffe nicht jeden Wurf, das ist ganz normal am Anfang, vor allem mit den Karten und mit der höheren Schwierigkeit. Das ist, wie gesagt, genau die Möglichkeit, um zu trainieren. Es gibt jetzt noch verschiedene Arten und Weisen, wie man werfen kann. Man kann jetzt auch den Stick nehmen und nach hinten ziehen. Du kannst den Stick auch nach oben ziehen, dann hast du den Signature Shot. Der gefällt mir jetzt bei Vince Carter gar nicht so gut, weil da hast du dieses lange Dribbeln. Du kannst seitlich nehmen, dann nimmt er auch den normalen Wurf. Du kannst links gehen, dann nimmt er auch einen normalen Wurf. Wenn du jetzt allerdings R2 gedrückt hast und du ziehst ihn zurück, dann bekommen wir einen Step Back. Du kannst seitlich nach links, dann bekommen wir einen Sidestep und das gleiche auch zur rechten Seite. Ich treffe jetzt natürlich gar keinen Wurf. Es geht aber auch gar nicht darum, ob ich treffe. Es geht um die verschiedenen Wurfarten. Und dann haben wir noch die Möglichkeit mit dem Rhythm Shooting. Das Rhythm Shooting ist neu. Hier willst du den rechten Stick nach unten ziehen und dann nach oben drücken. Zum Moment, wo der Spieler auch ziemlich loslässt. Also du ziehst nach hinten und dann gehst noch um. Du kriegst hier jetzt 2 Timings angezeigt. Nochmal zum Vergleich. Viereck drücken hast du 1 Timing. Rhythm Shooting hast du 2 Timings. Ich habe jetzt mit dem Shot Feedback, was ich hier habe, das Gefühl, dass mehr grün geht. Ihr merkt es ja selber bei mir auch. Das kann nicht daran liegen, dass ich das jetzt hier schon Ewigkeiten geübt habe. Ich bin jetzt hier vielleicht 5 Minuten drin gewesen und es ist immer ein Timing mindestens mal grün. Das ist schon mal vielversprechend. Das kann man jetzt auch für die Würfe nehmen. Das ist allerdings schwierig. Du hältst nach links, musst Geduld haben und dann gehst du nach rechts. Gar nicht so einfach. Auch für die Stepbacks. Echt nicht einfach. Ich finde, für den normalen Wurf ist das schon schwer genug. Das ist eine Sache, die kann man auf jeden Fall üben. Und wenn das klappt, ja, wir sind jetzt schon auf einer schwierigeren Schwierigkeit und wir sind jetzt im Dreierbereich. Lass das mal in der Midrange machen. Da funktioniert das, glaube ich, richtig gut. Man muss immer in die entgegengesetzte Richtung. Das heißt, wenn du den Hop nach rechts machst, dann musst du den nach links flicken. Ja, ich bin jetzt hier voll im Weg. Ich hoffe, das ist kein Problem, aber ich glaube, man bekommt eine Idee davon. Das könnte gut sein. Ich weiß noch nicht so recht. Step back, papp, im letzten Moment auf Superstar. Gefällt mir echt ganz gut. Probiert das mal aus. Auch die 2K-Devs haben am Anfang gesagt, in den Ankündigungen, das dauert vielleicht ein bisschen, sich daran zu gewöhnen, aber die Leute, die sich daran gewöhnt haben, die lieben das. Ich kann es nachvollziehen. Aber was ist, wenn wir online gegen einen guten Spieler spielen? Was ist dann? Ja, ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt. Und jetzt zeige ich euch noch, was man im Wurf noch einstellen kann. Wenn ihr dann schon fortgeschritten seid oder wenn ihr den kompletten Boost haben wollt, dann geht mal in eure Controller-Einstellungen
Und ja, Trigger-Effekt und Vibrationsfunktion sollte sowieso immer ausgeschaltet sein. Menüpunkt Eingabetyp Wurfanzeige. Hier kannst du entscheiden, wann du dein Shot-Timing sehen willst, dein Shot-Meter, also diese Anzeige, die dann so hoch geht. Entweder nur bei Pro-Stick, nur bei Wurftaste oder bei alle. Ich habe das die letzten Jahre immer komplett ausgehabt. Das hat immer noch mal einen Wurf-Boost gegeben. Ich habe jetzt allerdings auf die Schnelle diese Funktion nicht gefunden. Man kann hier beim Wurftiming-Profil jetzt einstellen, wie sehr man belohnt oder unterstützt werden möchte. Du kannst das schwierigkeitsbasiert machen. Wir sind ja auf Superstar oder auf All-Sides gewesen. Du kannst auf echte Spielerprozente gehen, dann bestimmt quasi das Rating von deinem Spieler, wie die Chancen sind. Das wird online aber ausgeschaltet. Geringes Risiko Belohnung, das heißt, du hast ein geringes Risiko, aber der Reward ist nicht so groß. Ich gehe mal auf hohes Risiko Belohnung. Da sollte das Timing wirklich sitzen, sonst geht der Wurf nicht rein. Aber wenn man dann das Timing in der Nähe hat von dem perfekten Punkt, dann geht der Wurf auch rein. Korbleger-Timing, ja, lasse ich auf echte Spielerprozent. Wie gesagt, das geht dann online eh aus. Freiwurf-Timing, Benutzer, visueller Wurftiming-Hinweis habe ich jetzt auf Abwurf. Ich hatte es die letzten Jahre immer auf Push. Eingabetyp Wurfanzeige haben wir eben drüber gesprochen und die Pro-Stick-Funktion ist Standard. Das heißt, ich kann dribbeln und werfen, je nachdem, wie lange ich es halte. Ich habe, wie gesagt, hier keinen Shot-Meter ausschalten gefunden. Es könnte sein, dass es das schon ist. Nein, ist es nicht. So, und jetzt seht ihr hier, dass wir selbst mit der Funktion, mit dem Rhythm-Shooting hier, nicht mehr alles treffen. High Risk, High Reward. Hier sind wir viel zu spät gewesen. Wir sind in der Midrange, die sind einfacher. Wir sind mit Vince Carter hier im Dreierbereich. Das ist natürlich nicht seine allergrößte Stärke. Ich weiß gar nicht, wie sein Rating ist, aber wir haben genug getroffen, dass man sagt, okay, wir können hier ein bisschen was zeigen. Ihr seht, wie auf einmal Stellen rot werden. Und das hatten wir ja vorhin gar nicht. Aber wenn wir da sind, dann sind wir green und dann geht das rein. Ja, Mann, ich werde noch herausfinden, ob man das Shot Meter überhaupt ausmachen kann. So wie es jetzt ist, ist es ja auch ganz cool, wenn es keinen Vorteil, keinen Nachteil für die jeweils andere Seite gibt, dann ist das ja super in Ordnung. Das ist das, was man jetzt erstmal einstellen kann. Wenn noch was dazu kommt, kommt ein neues Video. Schreibt mir in die Kommentare, was euch noch fehlt. Dribbling werde ich auch noch dran arbeiten, damit wir da auch schnell ein Tutorial für raushauen können. Ansonsten sind wir heute Abend im Stream. Vielleicht sind wir dann auch schon ein bisschen schlauer. Das erstmal als ersten Eindruck und als ganz, ganz raues Video für die Frischlinge unter euch. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen geholfen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder.